sich für dieses nicht entschuldigt, was hier gesagt worden ist und was der Bundesfinanzminister gesagt hat und was andere Mitglieder der Bundesregierung gesagt haben, bin ich nicht bereit, in irgendeiner Weise Kritik an meinem Freund Brandner zu üben. Das lassen Sie sich gesagt sein. Die jüdische Gemeinde in Halle hat sich ausdrücklich gegen die politische Instrumentalisierung dieses Verbrechens gewandt. Wer wie Sie alle jetzt trotzdem mit dem Finger auf die AfD zeigt, muss wissen, dass dann gleich drei Finger auf ihn zurückzeigen. Und da muss ich an der Stelle, sehr geehrter Herr Gauland, schon darauf hinweisen, dass Sie mit einer großen Leidenschaft über diejenigen reden, die Europa verlassen. Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit haben die dafür gesorgt, dass wir heute im Wohlstand und in Frieden mit unseren Nachbarn leben können, die mit Leidenschaft dieses Europa gebaut haben und es nicht gespalten haben, meine Damen und Herren. Und an der Stelle kann ich es leider Ihnen dann auch nicht ersparen, den Hinweis auf das, was auf den Anschlag in Halle jetzt mehrmals in Reden Bezug genommen worden ist, mit den Tweets, dass man angesichts dieses Anschlags in einem Tweet darüber spricht, dass Politiker vor Synagogen rumlungern würden. Sehr geehrter Herr Gauland, dass es Ihnen nicht möglich ist, dass Sie sich davon distanzieren und dafür sorgen, dass sowas auch Konsequenzen in Ihrer Fraktion hat. Da müssen Sie sich dann auch sagen lassen, dass es ehrlicherweise zunehmend unerträglicher wird, dass Sie hier in diesem Parlament rumlungern, meine Damen und Herren. Wut, Hass ist immer die Vorstufe zu einer Gewalttat. Und lieber Herr Gauland, nachdem Sie nach mir reden, Alexander Dobrindt hat ja ein Beispiel genannt, dass wir da rumlungern. Dort, wo die Menschen um ihr Leben gefürchtet haben. Ich war in der Synagoge, wo man die Kinder und die Frauen in eine Wohnung in Sicherheit gebracht hat, oberhalb der Synagoge, weil man über den Bildschirm dies alles mitverfolgt hat. Ich fordere Sie einfach auf, distanzieren Sie sich von solchen Äußerungen. Solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen kann, die AfD sei der politische Arm des Rechtsterrorismus, entschuldige ich mich hier für nichts. Frau von Storch, und ich habe mich schon gerade gefragt, auch Herr Gauland, wie muss sich eigentlich jemand fühlen, der diese Todesangst in der jüdischen Synagoge erlebt hat, der sie erleben musste, der von einer Tür geschützt wurde und der jetzt heute erlebt, wie Sie diesen feigen Anschlag hier versuchen, politisch zu instrumentalisieren. Ich frage mich wirklich, wie man diese Dreistigkeit haben kann. Wir im Parlament, wir haben häufig unterschiedliche Meinungen, wir haben häufig Differenzen. Und was uns eint, ist doch, dass wir gemeinsam die Demokratie stärken wollen, dass wir den Zusammenhalt stärken wollen. Aber Sie tun das nicht. Sie spalten und Sie hetzen und Sie machen Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und das ist unanständig und das muss Ihnen auch in dieser Deutlichkeit gesagt werden. Und ich stelle fest, Islamkritik ist für die SPD ein Tabu. Antisemitismus ist es nicht. Natürlich nicht. Für Sigmar Gabriel war Israel ein Apartheidsstaat. Martin Schulz hat vor der Knesset die Lüge wiederholt, dass die Israelis die Palästinenser verdursten lassen. Bundespräsident Steinmeier gratuliert dem Iran zur islamischen Revolution. Und islamische Revolution heißt Vernichtung Israels. Das linksliberale Establishment diffamiert den jüdischen Staat, befeuert den Antisemitismus und verharmlost den Islamismus. Der primitive, gewaltbereite Antisemitismus von Rechts- und Linksextremisten ist das hässliche Spiegelbild der linksliberalen Israelfeindschaft und der linksliberalen Antisemitismus. Sie zeigen mit dem Finger auf die AfD, drei Finger zeigen auf Sie zurück. Vielen Dank. Rechtsextreme Strategien, antisemitische Strategien und Strategen sind durchschaubar. Sie, ob getarnt als angebliche Demokraten oder offen rechtsextrem, Sie wollen uns Angst machen durch Gewalt und Worte. Sie wollen, dass wir uns zurückziehen. Sie wollen die Hoheit in unseren Köpfen und auf der Straße übernehmen. Aber ich sage Ihnen, Sie werden sich täuschen. Wir sind wach, wir bleiben wach und wir werden das nicht zulassen. Die deutsche Geschichte hat gezeigt,
was nach dem Schweigen kommt. Deshalb sage ich ausdrücklich Ihnen, nie wieder Faschismus. Für alle Parteien außer uns scheint klar zu sein, dass wir ein sogenanntes Klima geschaffen haben, in dem solche Taten möglich sind. Vielleicht hat auch der Täter alleine gehandelt, aber er wird getragen von einem System der Hetze, des Chauvinismus und des Rechtsextremismus, und die AfD ist Teil dieses Systems. Es gibt aber nicht nur ein nebulöses geistiges Klima, für das wir verantwortlich sein sollen, sondern auch konkrete Zustände. Als ich 2002 in dieses Parlament gewählt wurde, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass in diesem Parlament Abgeordnete sitzen, die widerliche Kommentare über die Opfer von Anschlägen verbreiten. Und diese Abgeordneten sitzen mitten in den Reihen der AfD. Ich gestatte mir an dieser Stelle schon mal die Frage, wer denn das Klima geschaffen hat, das den Anschlag vom Breitscheidplatz möglich gemacht hat. Sie treiben diese Hetze an. Deswegen will ich sagen, was hier vor fast 100 Jahren gesagt werden musste, muss auch heute gesagt werden. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts, meine Damen und Herren. Ist es nicht merkwürdig, wenn ein Islamist tötet, werfen Sie uns vor, dass wir die Tat instrumentalisieren. Wenn ein Rechtsextremist tötet, dann sind wir diejenigen, die das Klima geschaffen haben, in dem solche Taten passieren. Wir sind praktisch immer schuld. Das müssen Sie sich mal überlegen. Die sehen sich in einem Rassenkrieg. Und Herr Kubitschek tut das, Ihr geistiger Vater. Und Sie tun das hier im Parlament. Sie wollen... Tut mir leid. Ich habe gesagt, Ihr geistiger Vater. Und wie viele von Ihnen sind in Schellroda gewesen? Frau Sitte hat darauf hingewiesen. Und wie viele von Ihnen glauben, dass man, wie viele von Ihnen glauben mit Herrn Höcke gemeinsam, dass man Teile des Volkskörpers abspalten muss? Wie viele von Ihnen glauben eigentlich, dass Sie unterwegs sind und versuchen, dieses Land und seine Demokratie, das demokratische System abzuschaffen? Das ist das, was Sie wollen. Das ist das, wogegen wir aufstehen. Weil wir an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land stehen. Weil wir an der Seite der stehen, die Opfer von Rassismus sind und die sich bedroht fühlen. Und weil wir dieses demokratische Land, diesen Rechtsstaat schützen werden mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, das werden wir tun. Und wir werden klar machen, dass sie keine Chance haben, dieses Land zu zerstören, meine Damen und Herren, von der AfD. Man kann nüchtern feststellen, dass es seit der Ausrufung der Willkommenskultur 2015 zu einer gewaltigen Radikalisierung und Spaltung der gesamten Gesellschaft gekommen ist. Und für diese allgemeine Radikalisierung haben jene die Ursachen gesetzt, die in einem historisch beispiellosen Akt mehr als 1,5 Millionen unserer Kultur fremder Menschen ins Land gelassen haben. Das alles mindert selbstredend in keiner Weise die Schuld des Banditen von Halle. Aber nicht wir haben die Lage zu verantworten, in welcher sich unser Land befindet. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, sich an der Wahlurne eine andere Politik zu wünschen. Das tun wir auch. Die beispiellose Hetze, mit der meine Partei in den vergangenen Tagen überzogen wurde, war der erwartbare Versuch, uns eine Mitschuld zu geben. Meine Damen und Herren, wo war Ihre spontane Mahnwache nach dem Anschlag am Breitscheidplatz, als übrigens auch Juden unter den Opfern waren? Ein Jahr lang haben Sie den Opfern weder persönlich noch schriftlich kondoliert. Wo war die Mahnwache, als das jüdische Mädchen Susanna von einem sogenannten Flüchtling ermordet wurde? Und im Übrigen hielten Sie Ihre Mahnwache, Frau Bundeskanzlerin, der Berliner Synagoge, in der wenige Tage zuvor der 33-jährige Mohammed M. mit einem Messer bewaffnet einzudringen versuchte, Allahu Akbar und Fuck Israel rufen. Mohammed M. ist längst wieder auf freiem Fuß. Sie hielten Ihre Mahnwache in einer Stadt, an deren zentralen Platz zwei arabische Rapper auftreten sollten, die in ihren Liedern von der Vernichtung Israels träumen. Erst nach vielen Protesten
wurde das nicht gemacht. Ich frage mal den Herrn Außenminister, gibt es einen triftigeren Grund, die Einreise zu verweigern, als die öffentliche Propaganda zur Vernichtung eines Landes? Meine Damen und Herren, die selektive Betroffenheit erweckt den Eindruck, dass die Mahnwachen nicht jüdischen Opfern gelten, sondern eher den passenden Tätern, wenn sie politisch in den Kram passen, um sie gegen uns in Stellung zu bringen. Da machen wir bestimmt nicht mit. Sich für dieses nicht entschuldigt, was hier gesagt worden ist und was der Bundesfinanzminister gesagt hat und was andere Mitglieder der Bundesregierung gesagt haben, bin ich nicht bereit, in irgendeiner Weise Kritik an meinem Freund Brandner zu üben. Das lassen Sie sich gesagt sein.